Heute im Rigotti-Garten Dominik Schreiber. Er hat eine eigene Baumschule und Obstbau, hat sich auf Aprikosen spezialisiert. Heißt in Österreich? Marille. Marille. Tolle Sachen. Und er hat einen eigenen YouTube-Kanal. Den verlinke ich euch mal unterm Video. Schaut da unbedingt mal rein, denn er ist Profi. Er erklärt super und genau, wie man Obstbäume schneidet, wie man umgeht, wie man mit Früchten umgeht und zum Beispiel auch, was ihr gegen die Wühlmäuse macht. Genau. Und toller Tipp, unbedingt reingucken. Finde ich richtig klasse, was er macht. Er wird mir ein bisschen was zeigen. Wie stehen meine Bäume da? Wie schneidet man Bäume ordentlich? Und er hat mir noch ein Geschenk mitgebracht. Zwei Bäumchen, einmal eine Banane, eine Indianerbanane. Indianerbanane. Keine Banane. Und eine Birne. Wie war die Sorte? November. Novembra. Ist eine moderne Sorte. Ist eine moderne Sorte, die ganz spät reif, gut lagerfähig ist. Die kann man bis im Februar ruhig auch zu Hause lagern und die besonders gut schmeckt. Das hier ist mein Klarapfel oder Frühapfel. Das ist so ein bisschen ein Problembaum. Er trägt zwar recht gut, aber ich habe das Problem, ich mag den Apfel nicht so gern. Der ist so ein bisschen mehlig. Also es ist nicht mein Lieblingsapfel. Aber es ist auch viel zu schade zum Wegsägen, rausmachen will ich nicht. Kennst du dich mit Aufpropfen aus? Kannst du mir da Tipps geben? Kann man das bei einem Klarapfel machen, der ja so, ich glaube, im August schon reif wird? Kann ich da einfach andere Apfelsorten drauf machen? Weißt du das? Mhm. Grundsätzlich geht das, ist kein Problem. Gibt es jetzt verschiedene Methoden, wie zum Beispiel die Geißfußmethode, die bei älteren Bäumen gut anzuwenden ist. Ja. Bei so alten Bäumen ist das Propfen dann nicht mehr so leicht. Da würde ich dir dann vielleicht schon eher empfehlen, einen neuen Baum zu pflanzen, wenn du eine andere Sorte möchtest. Aha. Aber was schätzt du das Alter? Der war schon da, als wir das hier gekauft haben. Kannst du das Alter schätzen von dem Baum hier? Das ist natürlich bei alten Bäumen immer ein bisschen schwierig, aber ich schätze so 15 bis 20 Jahre. Mhm, okay. Und es ist kein Halbstamm, oder? Was wird das sein? Doch, es wird wahrscheinlich ein Halbstamm sein. Weil der schon sehr niedrig ist hier. Genau, also du hast ihn auf jeden Fall auf Halbstamm erzogen. Die Unterlage wächst auch stark, weil sonst wäre er nicht so groß. Also ist sicher ein Halbstamm. Und ja, grundsätzlich einmal ein schöner Baum, der dann jetzt auch bald beschnitten werden sollte. Genau, da werden wir gleich rangehen. Aber nicht bei dem Baum, sondern bei einem anderen, wo man es einfach besser sehen kann. Perfekt. Du siehst ja viele Wasserschosse, heißt es, glaube ich. Ne? Ja, genau. Und ich glaube, du warst derjenige, der mir mal geschrieben hat, bin mir nicht ganz sicher, man soll diese Wasserschosse nicht rausschneiden, sondern rausbrechen. Genau. Und das geht besonders gut, wenn man es erkennt, dass sie kommen. Ja. Anfang Mai so. Ja. Da sind sie noch nicht so groß und sind noch nicht verholzt. Dann bricht man sie gleich samt dem Ansatz heraus. Die brechen wie Glas. Das geht super schnell. Aha. Und funktioniert noch besser, als wenn du sie schneidest. Dann noch ein anderes Thema. Du siehst, der Baum hier ist gestrichen. Mhm. Das habe ich vor kurzem gemacht. Das Video verlinke ich mal da oben in der Ecke. Das ist ein Anstrich aus Kuhmist, Lehm und Gesteinsmehl. Eigentlich kommt noch sowas rein wie Ackerschachtelhalmtee, Zinnkraut. Das soll den Baum nähren. Das kommt aus der biologisch-dynamischen Landwirtschaft. Und das mache ich eigentlich immer ganz gern. Ich glaube, dass es dem Baum gut tut. Hast du mit sowas Erfahrungen oder nehmt ihr nur Weißanstrich oder gar nichts? Was macht ihr? Mhm. Na, grundsätzlich streichen wir die Bäume weiß an im Erwerbsobstbau, damit sie das Licht im Frühjahr reflektieren. Ja. Wenn du die kalten Temperaturen in der Nacht hast, Minusgrade, und dann in der Früh die Sonne rauskommt, erwärmt sich die Luft sehr, sehr schnell und du hast große Temperaturunterschiede zwischen Stamm und der Luft. Mhm. Was passiert dann? Die Stämme reißen. Ja. Und jede Wunde, jeder Riss ist natürlich eine Eintrittspforte für Krankheitserreger. Genau. Ein Weißanstrich. Streichen wir die Bäume weiß, dann nehmen wir eine ganz einfache Außendispersionsfarbe, da sollte man nicht viel Geld dafür ausgeben. Eine Dispersionsfarbe? Das Allereinfachste. Das ist ja wie Kunststoff außenrum. Dispersion, da sind ja Kunststoffpartikel drin. Das ist aber für den Baum überhaupt kein Problem. Okay. Das vertragen die Bäume super. Also kein Kalk, sondern tatsächlich Dispersionsfarbe. Wirklich Dispersionsfarbe, weil die hält am besten. Mhm. Die hält am besten und hat eben dann den Effekt, den wir gerne hätten. Wie oft müsst ihr die erneuern? Wir machen das eigentlich nur in den jungen Jahren und dann bis zur ersten Verzweigung der Bäume hinauf. Wenn der Baum einmal älter ist, dann lassen wir das. Okay. Im Regelfall ein bis zweimal pro Baum vielleicht. Weil später wird er hier nicht mehr so dieses dicken Wachstum haben. Ne? Das ist in den jungen Jahren da
Und das Dickenwachstum ist, glaube ich, das Problem, oder? Das Dickenwachstum ist das Problem und eben dann die, vor allem die Temperaturunterschiede. Also im Frühjahr, da wächst er noch gar nicht stark. Reißt er dann aber einfach auf, weil der Stamm kalt ist und die Luft... Ja, ja, okay. Hast du sowas schon mal gehört hier, einen Baum mit Kuhscheiße und Lehm anzustreichen? Habe ich schon gehört, haben wir selber noch nicht gemacht. Schadet aber nicht, würde ich mal sagen. Schadet sicher nicht, ja. Tut dem Baum sicher gut. Ja, ist auch ein Schutz vor Frost. Genau. Es schließt alle, na, ich nenne es mal Poren, also Schlitze, wo sich irgendwelches Ungeziefer reinsetzen könnte. Also ich habe bis jetzt gute Erfahrung. Wenn der Profi sagt, schadet nicht, bin ich schon glücklich. Du tust dem Baum garantiert was Gutes damit. Super, super. Das hier ist mein Problembaum, die Kirsche. Ich habe die dieses Jahr extra mal nicht angestrichen mit Kuhmist, damit du einfach vielleicht irgendwas beurteilen kannst an dem Baum. Ich weiß weder die Sorte, noch wie alt der Baum ist. Ich weiß nur, jedes Jahr bringt der Kirschen, die sind grün, Blätter bildet er aus, sind schön. Die Blätter kriegen Flecken, werden braun, fallen dann ab und die Kirschen erreichen keinen rotes Stadium. Die fangen auch an, kaputt zu gehen, abzufallen. Also noch kein Jahr, wo ich hier Kirschen ernten konnte. Mhm. Ich habe den Baum extrem zurückgeschnitten. Man sieht hier dicke Äste rausgeholt, weil er hoch nach oben geschossen ist. Und jetzt habe ich ihn versucht, mit einem starken Rückschnitt einfach zu verjüngen. Mhm. Aber auch dieses Jahr war wieder quasi nichts. Die Symptome, die du mir da jetzt gerade beschrieben hast, die passen eigentlich sehr gut auf Monilia. Das ist eine Pilzerkrankung, die es beim Steinobst gibt, die beim Steinobst auftreten kann. Die Symptome eben, wie gesagt, die Früchte verfaulen manchmal ganz gern. Die Spitzen der Triebe werden braun, die Blätter werden braun, der Baum hat kein vitales Wachstum mehr. Wenn du die jetzt weggeschnitten hast, hast du mir alles richtig gemacht damit. Aha. Wenn man das in Zukunft nicht mehr haben möchte, gibt es jetzt zwei Dinge, auf die man aufpassen sollte. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht. Einerseits die befallenen Triebe wegschneiden, dann auf keinen Fall Früchte am Baum belassen nach der Ernte. Diese Fruchtmumien weg. Genau, die Fruchtmumien alle weg, auch wenn sie der Vogel angepickt hat oder so. Unbedingt ernten danach, nichts am Baum belassen, weil die sind die, die dann die Infektionsquellen quasi darstellen und die das Ganze fördern. Und dann gibt es natürlich auch noch eine Maßnahme, wo man dann in der Blüte mit Fungiziden, so heißt das im Fachjargon, behandeln kann, dann ist das eigentlich kein Problem mehr. Gibt es für mich als Biogärtner eigentlich auch ein Mittel, das ich verwenden kann zum Spritzen, oder gibt es da nur Mittel aus der konventionellen Landwirtschaft? Da gibt es auch für Biobauern genug Dinge, zum Beispiel Mykosin kannst du anwenden und es gibt es auch Präparate, die man sich selbst mischen kann. Ah ja. Mykosin, bekomme ich das als Privatgärtner oder gibt es auch nur wieder für Profis? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es für Private genauso heißt. Aber der, das ist manchmal anders. Allerdings zum Kaufen gibt es. Okay, werde ich nachschauen. Bei uns findet man das in den Lagerhäusern, in den großen Baumärkten. Da bekommt man das. Gut. Das heißt also drei Dinge. A, die Spitzen zurückschneiden. Genau. B, die Fruchtmumien immer entfernen. Richtig. Und C, spritzen und zwar dann in die Blüte. Das behandelt man dann in die Blüte, weil zu dem Zeitpunkt finden ist die Ansteckung. Ah ja, genau. Okay. Wenn du das machst, kann nichts mehr passieren. Und der Dominik hat mir noch ein Geschenk mitgebracht. Und zwar ist das ein Birnbaum. Ich liebe ja Birnen. Das ist die Sorte Novembra. Kannst du dazu was sagen zu der Sorte? Novembra ist eine sehr schmackhafte Birne, die gut trägt, sehr spät reift. Aha. Das wird aber bei dir, denke ich, gerade noch passen. Und die man dann auch dementsprechend lange lagern kann. Okay. Ist eher eine süße Birne oder in welche Richtung geht es so ungefähr vom Geschmack? Ja, ist eine super süße Birne, hat eine wunderschöne Birnenform. Und das Tolle an der Novembra ist, dass sie eigentlich ein langes Erntefenster hat, weil sie auch, obwohl sie noch hart ist, schon süß ist und das macht sie besonders interessant für die Lagerung. Okay, gut, bin ich sehr gespannt drauf. Und die ist noch wurzelnackt. Genau. Ihr vermarktet es so auch wurzelnackt, habe ich gehört. Richtig, ne? Nicht als Topfware, sondern wurzelnackt. Und wann ist Pflanzzeit? Entweder spät im Herbst oder zeitig im Frühjahr. Aber besser ist, glaube ich, Herbst. Ne? Herbstzeit ist die beste Pflanzzeit. Genau, bei Birnen ist das Beste sicher im Herbst. Mhm. Im Frühjahr wäre es dann gut, wenn man die Bäume vorm Pflanzen auf jeden Fall ins Wasser stellt.
weil sie natürlich über den Winter etwas austrocknen können, die Wurzeln. Ah, ja, okay. Ist aber kein Problem. Ins Wasser stellen, dann anschneiden, aber das besprechen wir jetzt eh gleich. Okay. Egal welchen Obstbaum man pflanzt, es ist wichtig, dass man direkt beim Pflanzen, auch wenn man im Herbst pflanzt, den Pflanzschnitt durchführt. Bei Birnen schaut der eigentlich so aus, dass man nicht einfach von jedem Trieb, den man da sieht, circa ein Drittel wegnimmt. Okay. Auf was man nicht achten muss, ist zum Beispiel die Stellung der Knospen, das hört man relativ oft, einfach schneiden. Meistens ist es so, dass die oberste Knospe eh noch zurücktrocknet und dann gar nicht austreibt, sondern die zweite oder dritte darunter. Einfach ohne viel darauf zu achten, zurückschneiden. Und ganz, ganz wichtig ist, das Gleiche machen wir auch mit der Mitte, auch die schneiden wir an. Okay, die Mitte, also von dem Haupttrieb, wie viel nimmst du da etwa weg? Ich habe jetzt gesehen, es waren 15, 20 Zentimeter etwa. Ja. Gibt es da irgendwie eine Regel, wie viel nach unten ich da wegschneide? Einfach ungefähr ein Drittel weg von der letzten Verzweigung nach oben. Das war jetzt aber das deutlich weniger als ein Drittel, würde ich mal sagen. Wir können noch gerne da schneiden. Das ist kein Problem. Aber so ungefähr ein Drittel. Genau, einfach circa. Und Sinn und Zweck ist auch hier wieder, dem Baum den Trieb zu geben, wieder neu auszutreiben, genau. Zu wachsen. Genau. Okay. Je stärker man den Baum zurückschneidet beim Pflanzen, desto weniger Stress hat er dann in der Folge beim Anwurzeln und auch im ersten Jahr. Okay. Je stärker du ihn jetzt schneidest, desto mehr Wachstum hat er wird oben er dann. Mhm. Und desto mehr Wurzelwachstum hat er auch. Ah. Mhm. Da kommen wir jetzt vielleicht auch gleich dazu. Auch die Wurzeln sollte man anschneiden, allerdings bitte nicht gleich um ein ganzes Drittel, sondern die nur schneiden wir nur anschneiden. So 1-2 Zentimeter. Warum eigentlich? Warum soll man die Wurzeln anschneiden? Weil man auch dadurch die Wundreizwurzelbildung, so heißt das bei uns im Fachjargon, und auch die Wurzel danach schön austreibt. Also es geht auch darum, wie oben die Wurzeln wieder anzuregen, genau. Neue Wurzeln zu bilden. Genau. Okay, die hier auch noch? Sowieso. Was ein kleiner Tipp auch noch für euch zu Hause, wenn ihr Steinobst pflanzt, das könnt ihr sogar noch stärker zurückschneiden. Bei uns ist eigentlich Standard beim Kernobst ein Drittel, so wie wir es jetzt circa gemacht haben. Beim Steinobst sogar um die Hälfte. Und wer Pfirsich und Nektarine pflanzen möchte, da ist der Tipp, noch stärker zurückschneiden, 2 Drittel von allen Trieben weg. Aha. Gilt also auch zum Beispiel für Zwetschge, Steinobst. Auch für Zwetschge, Steinobst, einfach alles um die Hälfte einkürzen. Okay. Je mehr du jetzt wegschneidest, desto schöner wächst am nächsten Jahr. Aha. Ah ja, gut, guter Tipp. Du siehst, ich habe hier schon eine Menge stehen. Da steht ein Apfel, die Mirabelle, die Quitte. Hier wieder ein Apfel, da hinten Kirsche, weitere Äpfel. Perfekt also, ausgestattet. Es ist aber schon recht eng. Ne? Die Dinger werden ja auch groß. In dem Fall hast du jetzt eine Quittenunterlage, Quitte A, die ist schwachwüchsig. Ah, du musst damit rechnen, dass der Baum circa so 3 bis 3,5 Meter groß wird. Okay, das heißt so diese Größe hier wie die Mirabelle? In etwa, genau. Ah ja, gut, okay. Da habe ich aber auch schon einen Apfelbaum. Mhm. Es wird hier in dem Fleck also eng, würde ich sagen, ne? Ja. Gut, dann gehen wir mal weiter. Schau mal, wie sieht es hier im Garten aus? Hier ist ja so sind meine Gemüsebeete. Ja. Hier habe ich schon eine Birne, da die Mirabelle, dahinter die Quitte. Da hinten am Hang ist eine Birne. Hier ist ein Apfel. Und an der Mauer entlang habe ich auch noch ein paar Bäume stehen. Also auch hier wird es ein bisschen eng. Oder siehst du irgendwo einen Platz, wo du sagen könntest, Mensch, da könntest du hier doch gut hin. Ich glaube, wenn du möchtest, könnten wir sie da hinten schon einpflanzen. Weil perfekt ist ja, dass du hier andere Birnensorten stehen hast. Ja. Das ist dann auch ideal wegen der Befruchtung. Ja. Jede Birne braucht ja einen zweiten Befruchterbaum. Das heißt, wenn du möchtest, da hinten, denke ich, wäre es schon ganz gut möglich. Schauen wir mal hin. Wo hättest du gedacht ungefähr? Hier ist so mein Komposthaufen, wo ich Schnittsachen hinschmeiße. Vom Platz her wäre es auf jeden Fall hier gut geeignet. Okay. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, so späte Sorten nicht noch irgendwo in den Halbschatten zu setzen, sondern dort vielleicht eher Frühsorten. Mhm. Die reifen dann einfach eine Woche später, was aber kein Problem ist. Bei so späten Sorten wie November und dann auch bei dir, du liegst ja relativ hoch hier, würde ich schauen, dass die auf jeden Fall genug Sonne bekommt. Birnen braucht immer einen Fremdbestäuber. Birne braucht immer einen Fremdbestäuber, da gibt es keine selbstfruchtbaren Sorten. Aha. Das heißt, eine andere Birne, die nicht die gleiche Sorte sein darf. Ah. Ich glaube, du hast vorher mal erwähnt, das ist eine gute Luise, oder? Ja. So mit ist das schon mal perfekt geeignet. Gut. Und wenn andere Birnen auch noch in der Umgebung stehen, dann ist es überhaupt geeignet. Ich habe einige Birnen ja im Garten. Wunderbar, dann passt es. Dann kommt die hier hin. Die pflanze ich jetzt die Tage irgendwann mal ein, beziehungsweise heute noch ein. Dann ist in der Erde
Und wir haben, es liegt zwar Schnee, aber es ist frostfrei und damit kann man die Wurzelnackten immer setzen. Ne? Perfekt. Perfekt. Einen Tipp gebe ich da noch. Ja. Und zwar, ich weiß, ihr habt da auch viel Kalk bei euch. Sehr kalkhaltig, ja. Hohe pH-Werte. Geht uns im Polstorf ganz genauso. Mhm. Quitten mögen den Kalk nicht ganz so gern. Ja, es ist ja keine Quitte, es ist eine Birne, aber die Unterlage ist eine... Unterlage ist eine Quitte. Hier sieht man die Stelle, ne? Die Stelle. Ja. Und deswegen würde ich da empfehlen, vielleicht ein bisschen eine saure Blumenerde oder so in den Boden hinein, beim Pflanzloch oder Kompost. Ist wichtig, dass es unbedingt ein reifer Kompost ist, ja. Weil mit unreifem Material kann man die Wurzeln regelrecht verbrennen, dann wie mit Kunstdünger oder so. Das tut dann natürlich nicht gut. Aber wenn man reifes Material hat, kannst du ruhig so die gewachsene Bodenerde, so ein Drittel bis zur Hälfte, mit dem Kompost abmischen oder mit der Blumenerde. Das tut dem Baum dann auch auf jeden Fall gut, damit es nicht ganz so, zumindest am Anfang, nicht ganz so basisch, dass mir das jetzt auch noch einfällt, ja. Weil der Kalk macht natürlich die pH-Werte hoch. Genau, eher ein bisschen runter. Wenn es basisch ist, ein bisschen runterkommt, ja. Dann wächst die okay. Auch super. Das hält aber nicht allzu lange an. Ne? Das hält, was weiß ich, ein, zwei Jahre an. Dann natürlich nach und irgendwann holt er sich den Kalk wieder. Sozusagen. Aber wenn man mit dem Pflanzloch einmal gute Verhältnisse zu Beginn schafft, tut man ihm schon mal was Gutes, gibt ihm eine Starthilfe und das wird er auch sicher danken. Okay. Ich sehe aber da hinten meine Quitte, ich liebe ja Quitten über alles, die wächst gut trotz kalkhaltigem Boden. Was? Dann wird das auch auf sicherlich kein Problem sein. Wird er dann auch gehen. Wird funktionieren, okay, super. Bin überzeugt davon. Ich sage vielen Dank für das Bäumchen, freue mich sehr. Gerne. Dann haben wir auch schon einen Platz gefunden. Super. Jawohl.